ein Duo auf der Banjo Stage. Dementsprechend auch viel Abwechslung von der Stage vielleicht. So. Ja, Abwechslung vor allem vom optischen Gameplay-mäßig her zwischen den beiden nicht so, aber also wenn beide so FD confident auf FD sind. Alla Pain. Wir sehen hier langsames Nutria erstmal. Ah, tasten sich beide ran. Aber ja. Man kennt es, Robin holt natürlich aus den Opening extrem viel raus. Weißel auch, aber da kam jetzt noch nicht viel. Weißel auch, aber er braucht halt auch viel, schon um zu killen. Auf den Neutral Getup. Und jetzt die Edge Guards gegen Darkhand. Die haben wir vorhin schon beim Set gesehen. Oh, aber da kommt er wieder zurück. Das ist natürlich die Chance jetzt für Beißel, was zu holen. Oh, das war wrong DI. Robin hat es sehr schön gemacht. Er hat Beißel nicht dazu kommen lassen, dass er dann den Setups auspacken kann. Sehr aggressiv reingegangen. Side B aus Disadvantage. Immer gut. Na, Side B ist immer so ein bisschen janky, finde ich. Oh nein! Der Footstool, aber. Der war nicht intended. Ja. Oder natürlich ein Jump Aerial machen. Aber Romani jetzt einen sehr soliden Lead. Ja. Weißt du, brauche ich aber auch gut Prozente auf wieder. Ja, er macht das ganz gut. Er hält gerade sehr gut Advantage, finde ich. Can. Und könnte Village jetzt auch bald schon killen gegen Peach. Kommt das Spiel aber sehr gut auch um die Kerne rum. Ja, ich finde es auch krass. Lässt sich nicht mehr von treffen, hittet die selber auch. Und catch. Hat er das Neutral Getup damit gecatcht? Also er hat einfach. Ja. Ist einfach gecharged und kam keine Double Attack. Oh ja, jetzt ein Stock-Lead für Robin. Und wieder die Footstools. Sehen wir auch eine gute Kombo. Beiße geht die ganze Zeit für die Footstool-Kombos und gehen. Oh Gott. Can. Die Frame 1 Can. Und die Fair. Die Fair. Kate. Schön. Ja, Beiße geht hier die ganze Zeit für die Footstool-Kombos. Auch vorhin schon im Set. Haben gegen Robin bisher, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal funktioniert. Ja, Beißel natürlich jemand, der für den Clip gehen möchte, aber wenn er das Set wieder gewinnen möchte, dann glaube ich, dass er dafür ein paar andere Sachen gehen muss. Ja, Robin hat ja gerade sehr, sehr seine Dominanz gezeigt in dem ersten Game. Ja, Robin ist hier, um das Ganze zu gewinnen, das ist klar. Aber ich denke, er ist nicht oft hier oder generell auf Tournaments Arbeit. Ja, natürlich, Vollzeit arbeiten, geht ein bisschen alles. Wir kennen das Ganze. Ja. Aber wenn Robin so ist, dann außerhalb vom Grand Final sieht man ihn eigentlich selten. Deswegen. Da wollen wir ihn auch sehen. Das Rufen Rematch. Ja, so oder so, alles was wir hier haben, ist ein Rematch. Natürlich dadurch, dass wir Pools hatten unter Top 8. Ein paar Sachen, die es öfter mal gibt hier. Haben wir diesmal Star Fox Music, glaube ich. Keine Ahnung. Und wahrscheinlich wieder eine Omega Stage. Ich glaube, da werden wir auch nichts anderes sehen heute. Ah, es ist Brinstar von Metroid. Ja, Brinstar. Okay. Beides nicht gespielt, deswegen keine Ahnung von der Musik, aber nicht. Weißes startet hier mit einer guten Combo rein. Direkt 62% gemacht, trifft die Downer. Oh, da guter Catch. Und Peach. Robin, keine Option mehr. Peach zwar mit einer guten Recovery, aber die Up-B geht halt echt nicht so hoch. Wenn er da keinen Jump mehr hat, also gespiked wird, dann killt das halt auch wirklich früh. Oh, ja, Robin taggt das. Ja. Vielleicht catchst du nächstes Mal die Tech-Rolle, ne? Wer weiß. Ja, ich glaube nicht, dass Beißel das noch trifft heute gegen Robin. Aber ja, ich lasse mich gerne anders weisen. Da hat er das Sidebeat. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall viele Gims. Even wieder. Ja. Haben einen guten Start. Die Shield Pressure von Peach, aber wird trotzdem gepunished von der Dose. Ja. Dose ist um 2 gegen 1 nochmal bei der Kant. Aber jetzt. Jetzt wird hier auch mal ein bisschen Neutral gespielt, nachdem es eben total schnell hinterherging. Und da ist wieder der Saturn. Der Mr. Saturn. Robin mal wieder. Also das ist wirklich schon total. Oh, aber jetzt beißt ihn. Und Beiße wollte natürlich direkt ihn klippen. Ne? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber Beiße denkt natürlich an seinen Twitter-Clips. Vielleicht ist Beiße schnell gefallen und die Laune hat nicht connected. Ja. Ist der Saturn ist immer noch da. Ganz ehrlich, wir haben gespielt, als ob er nicht da gewesen wäre, basically. So. Diesmal traden die auch den Saturn sehr viel. Ja. Nicht wie letztes Mal. Und? Sheetpocken nicht.
Er darf einfach nicht fielden, aber das macht er gut, dass er nicht fieldet, aber er hat auch keine andere Option. Ja, ist halt schwierig natürlich gegen Peach. Wenn man nicht schieden darf, dann wird man halt gehittet. Man sieht es auch schon 55% auch auf sehr den Stock. Hitbox, wo man nicht gegen gewinnen kann. Ja, also sowas. Eigentlich würde er halt grabben bei einem normalen Turnip, schieden. Darf er halt nicht. Aber ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder normales Gameplay ohne den Mr. Saturn. Kommt bestimmt gleich wieder. Ja, also so wie der Robin sein Glück kennt, kommen jetzt noch drei Stitch Face und Mr. Saturn. Einfach eine Fair. Oder er fährt ihn einfach offstage. Wieder ein Two-Stalk. Ja, und Robin kriegt... Und SDs von Duckhand auch, aber auch sehr sauber runtergespielt. Ja, Robin kriegt die Edge Guards einfach viel, viel besser als in den Set davor. Ja. Und das ist an sich auch das, was man braucht gegen Duckhand. Vor allem um die Can rumspielen beim Edge Guard ist das Schwerste. Um die Can rumspielen. Er kann ja die Can so bei der Abbie ein bisschen bewegen und jumpen lassen. Mhm. Aber ja, ist extrem wichtig, gegen diesen Char ihn offstage früh killen zu können. Ich glaube, wir gehen jetzt auf Small Battlefield, habe ich glaube ich gesehen, oder Battlefield? Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass wir hier eine andere Stage haben zwischen den beiden. Offenbar hat Beißel hier doch erkannt, dass FD nicht das Wahre ist. Ja, wir gehen auf Small Battlefield. Mal schauen. Sehen wir jetzt Clips. So, mit Plattform kann man auch noch vieles anstellen. Ja, mal schauen, wie er die Plattform versucht zu nutzen. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Darkhand und seinen Stages. Oh, Robin hat einen sehr starken U-Anfang. Kriegt hier nicht den Edge Guard. Oh, da sind die kleinen Openings für Darkhand. Ja, relativ even bisher. Es geht hier auf jeden Fall schnell hinterher. Weiß ich, spielt auch das Game sehr langsam. Muss er auch. Das wird er. Oh, ja. Das war interessant. Weiß nicht, ob er da jetzt taggen können oder ob es in die andere Richtung geschickt hat. Oh, was passiert? Er wollte ihn jumpen wahrscheinlich. Ja. Leider oh, die Backer. Und Dash Attack macht das dann auch. Auch wirklich, finde ich, eine underrated Dash Attack. Dash Attack? War es nicht Best Attack? Das war Backer. Dash Attack kommt nach oben. Ja, dann. Schöne Backer. Hat auch gegen Side B gewonnen von Beißel. Ja, die Side B, man tradet dann meistens nicht so gut für Duckhand. Aber so, wir sehen hier die Fair. Sogar Sour Spot hat gekillt. Ja, Fair von Duckhand. Wrong DI? Nee, war Backer. Backer von, auf jeden Fall die Aerials, also Fair Backer von Duckhand. Stärker als man denkt. Mhm. Also der Char hat auch schon gute Aerials, finde ich. Das habe ich auch gegen mich vorhin gesehen. Da wollte er wieder einen Footstool haben. Ja, aber Robin gönnt ihn das nicht. Robin will sich nicht klippen lassen. Der weiß, das landet auf Twitter. Das landet eher auf Twitter. Ja, das ist sehr even hier. Robin hier mit 30 Downers in Folge. Ein paar Openings kriegt für Robin. Raus. Ich mochte diesen Attempt, wie er high recovered ist. Auch noch mit einer Attack. Ja. Das ist dann trotzdem nicht aus dem Disadvantage bekommen. Hier der DI in. Oh, schöne Can. Viermal getroffen. Ja. Mit dem Gunsman. Und schönes Patience. Schön kriegt hier den Grab. Ist hat hier eine Ledge-Trap-Situation, aber... Gut, React von Robin. Ich weiß nicht, ob Robin da wusste, dass er die Interaction gewinnt oder ob er einfach mal versucht hat. Hat auf jeden Fall gut geklappt. Aber wir haben einen Ledge Trap. Da liegt auf jeden Fall viel rum. Ja, Robin kennt man natürlich auch für seinen Sheet Flicks. Und die Dash Attack. Ich glaube, Beißel macht das. Die ein bisschen falsch momentan. Ja, Dash Attack also muss man, glaube ich, runter und raus. Geht hier nach oben. Ja, genau. Aber beide geben sich so ein bisschen Home DI. Robin bei der Backer vorhin auch. Ja. Aber es ist natürlich Robin in dem kleinen Lead, spielt auch gerade sehr langsam, um sich vielleicht ein paar Prozent rausholen zu können. Ja. Oh. Und? Da ist die Can und ist wieder alles drin. Aber das könnte jetzt auch schon das Ende für Beißel sein. Ja, es ist. Auf seinem letzten Stock. Für Beißel der Tournament Stock. Er muss jetzt dieses Game holen und danach noch zwei. Und hier die Trade mit der Can. Na, das ist ein leichter Lead für Robin und er hat Advantage. Ja, und dann noch ein Edge Guard eben offstage. Oh, die Can hat ihn gesaved. Sehr schön von Beißel. Beißel ist viel in der Corner, aber das stört ihn nicht. Oh, das kennt man ja auch. Von Duckhand ist eben in der Corner, möchte er die Setups aufbauen. Du kommst halt auch nicht durch seine Sachen durch meistens. Ja. Auch wenn er cornered ist. Oh, F-Smash. Das kann auch für beide jetzt bald vorbei sein. Beide. Oh. Ja, beide langsam Kill-Prozent. Oh, da wollte er für einen Clip. Leider, die Dose hat ihn in die falsche Richtung gesendet. Also ein Ledge-Trap könnte es jetzt machen.
Can wird nicht killen. Ja, aber so ein Smash Attack oder von Peach eigentlich alle Areas fast. Okay, die Fair killt noch nicht. Ich glaube, Fair ist ein bisschen stale. Ja. Gern gesehen. Oh, die Neutral Get Up wird gegrabbt. Oh, da hat er ganz klappt, das mit der Down. Das hat er vorher auch schon gemacht. Hier? Aber der Backthrow killt. Aber ja, sehr schnell. Backthrow. Und ich habe das dritte 3-0 in Folge für Robin. Ist ja auf jeden Fall on fire. Ja, nachdem er vorhin verloren hatte gegen Weiße, holt er sich jetzt in der Loser-Zeit das Rematch. Nee, 3-1 gegen Stanwar.